So, ihr wisst ja, ich habe einen Riesenspaß daran, irgendwelche Gratis- und Demo-Programme auszutesten. Surgeon Simulator, den hatte ich doch schon. Oh ne, das war ein anderer, glaube ich. Ach, egal. Wir fangen mal an der Ecke an mit dem Observatorium. Observatorium. Ach, ist das schön. Diese eingeblendeten Spielfläche. Man bewegt sich irgendwie etwas freier in der virtuellen Realität, in der man angeblich sowieso immer frei ist. Da, 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 da. Mach hin, die Leute warten nicht gern. Oh, der zweite muss ja auch noch an. Ja. Bei beiden wird mir schon wieder schlappe Batterie angezeigt. Auf dem Monitor ist gar nichts zu sehen. Okay. Entweder lädt sich da ein gigantisches Programm herunter. Gucken wir doch mal hin hier. In VR spielen. Ich soll jetzt in VR spielen anklicken. Na gut, dann klicke ich mal in VR spielen an. Naja. Irgendwas tut sich jetzt. Sieht schon besser aus. Ja, das hatten wir, glaube ich, eben auch schon mal gesehen. Aber ja. Please use your select button to fire the laser at the start button. Options, Vive, Home. Ach, wen interessiert das? Hübsch. Das Select Button, das ist, glaube ich, der hier, ne? Ah, da war was. Die Options hinter dem Startding, das haben sie schlau gemacht. Ha, hier auf der Sensortaste, auf vorwärts für die Sensortaste, da ist mein Laserschwert. Da. Ja, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ach, wie hübsch. Die kenne ich. Die hängt auch im Astrium bei Airbus, wo ich ja lange Jahre gedient habe. So, Soyuz. Der Mond Rover. Ja, das ist Soyuz doch, ne? Ist so eine. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ein Lunar Lander. The Beagle has landed. So. Das ist wohl ein virtuelles. Ja. Eieiei, eine Saturn 5. Ganz schön groß. Nee, hier kann ich nur rumlaufen. Aber immerhin. Ich hänge fest hier am Kabel. Das ist doch nicht der Spielbereich? Doch ist er. Die steht auch in... Ich weiß nicht, in voller Größe, aber im Astrium steht auch so ein Gerät rum. Mit Schokoladenpapier drumrum. Oha, da ein Controller. Ja. Klappstühle. Wie bei der Gartenparty. Schick. Und war es das auch schon, oder? So, die habe ich mir jetzt alle angeguckt. Mal gucken, wie das hier mit dem Menü ist.
Bloom Ambient Occlusion Advanced Rotation. Nö, dann ist das so gewesen, ne? Ja, aber wie gesagt, schön mal gesehen zu haben, ist eh für lau, nimmt man mit. Dann drücke ich jetzt auch wieder diverse Knöpfe, wie zum Beispiel den hier. Dann muss ich dahin, um den auszumachen und schwupps bin ich weg.